Wir sind heute in Hamburg. Wir werden heute eine Berufsschule besuchen und dort mit Friseur-Azubis in Kontakt kommen. Sie im besten Fall von unserer Kampagne Besser Abschneiden überzeugen. Im Besser Abschneiden besuchen wir 60 Berufsschulen jetzt am Anfang und werden die Azubis mobilisieren. Und wenn wir 3000 Mitglieder erreicht haben, werden wir die Azubis zu ihren Forderungen befragen, die sie an ihre Arbeitgeber haben, und im Anschluss diese durchsetzen. Ich bin zuständig für alle Friseurinnen und Friseure in Deutschland in der Ausbildung, also somit auch für euch. Jetzt geht es um was Handfestes, nämlich eurer Ausbildungsvergütung, eurer Kohle, die ihr im Monat bekommt. Also hier bis 250 Euro brutto, hier 250 bis 500 Euro brutto, 500 bis 750 Euro, 750 bis 1000 Euro. Wir machen das alle, weil wir Spaß an dem Beruf haben. Mit Hartz IV wird man sogar mehr verdienen. Also das drängendste Problem, wenn ihr das ändern könntet. Auf jeden Fall mehr Urlaub. Komplette Weihnachtszeit kann man sich nicht frei. Ostern, dass man halt eigentlich 90% der Zeit putzt, aber nur 10% der Zeit wirklich was lernt. Und das ist einfach, finde ich persönlich, zu wenig. Die Probleme in unserem Friseurenwerk sind, glaube ich, am meisten die Bezahlung, weil wir, glaube ich, für unsere Arbeit viel zu wenig bekommen. Wenn man mal überlegt, wir steigen im ersten Jahr mit 300 Euro ein, das reicht nicht mal für Miete. Dann muss man eigentlich grundsätzlich nebenbei auch noch arbeiten. Vom Amt noch, wenn wir alleine wohnen, immer abhängig sein, sprich, wir müssen uns Berufsbeihilfen holen. Viele denken so, ach, die steht den ganzen Tag rum, die macht doch eh nichts, die wäscht ein paar Mal Haare und fegt ein paar Haare weg, das ist es. Vergesst es. Es ist einfach eine von den schwersten Arbeiten, die man sich vorstellen kann. Was mich stört, ist der Beruf, dass er nicht so geschätzt wird, wie man es eigentlich schätzen sollte. Also ich weiß, dass es zum Beispiel in Afrika komplett anders ist. Da kriegen die Friseure viel mehr Anerkennung. Oder auch in Frankreich, da ist es ja wirklich eine Kunst. 20 Urlaubstage sind nicht wirklich viel. Ich bin halt die einzige Auszubildende. Wenn ich da jetzt aufschreie, dann sagen die, oh Gott, Rosalie, ey, shut up. Also jetzt kommst du mit einer Gewerkschaft, ach, bist du jetzt wichtig, so. Also ich finde, man hat viel mehr Stimmen, so, wenn da auch noch mehr Leute in deinem Boot sitzen. Wenn hier 20 Leute draufstehen, was will er machen? Okay. Draufstellen! Wir schneiden ihnen die Haare. Nächstes Mal gibt's eine Glatze. Ich finde das eine gute Aktion, dass man zu den Schulen hingeht und Schüler darüber sozusagen aufklärt. Jede Stimme zählt. Also wenn niemand was dafür macht, dann ändert sich ja nichts im Leben. Ich persönlich wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie die Verdi. 3 Jahre halte ich das jetzt durch, danach ist es halt Mindestlohn. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir da wirklich eine Möglichkeit haben, uns da auch selber für einzusetzen. Also man muss eine Gemeinschaft sein.